SRF 1. Darf ich? SRF 1, Ratgeber Konsum. Ja, die Tage werden wieder kühler, es kommt wieder die Zeit, wo man mehr in der Wohnung im Haus ist. Bei vielen werden da wieder die Sorgen grösser wegen dem Coronavirus, weil man sich bekanntlich im Raum eher ansteckt als an der frischen Luft. Sogenannte Luftreiniger sollen das verhindern, indem die zum Beispiel Viren, die in der Luft umeinander schweben, und reinigen. Und das sagen die Hersteller. Die Frage ist, bringt das wirklich etwas? Die Maria Kressbach ist Ratgeber-Expertin für Konsumthemen. Klärt auf. Maria, was sind die Luftreiniger wert? Bringen Sie wirklich etwas? Machen Sie die Luft in der Stube sicherer? Ja, also so Geräte für den Hausgebrauch, die sind mittlerweile schon diverse Mal getestet worden, unter anderem auch vom Kassensturz. Und bei all diesen Tests hat man gesehen, ja, sie machen die Luft sauberer. Grundsätzlich können sie wirklich Aerosol aus der Luft filtern. Aerosol, das sind ja die munzigen Tröpfchen, die wir beim Reden, Niesen, Husten rauslassen und wo eben dann der Coronavirus könnte draufhocken. Aber was man eben auch gesehen hat bei diesen Tests, egal wie gut ein Luftreiniger ist, er verwischt nie alle Viren. Ein kleiner Rest bleibt immer in der Luft. Heisst also, so ein Luftreiniger ersetzt regelmässig Lüften einfach nicht? Nein, Lüften ist und bleibt sehr wichtig. Nebst anderen Schutzmassnahmen wie Abstand halten, Masken anlegen. Gerade wenn man zum Beispiel einen Gast hat bei sich auf Besuch, der Risikopatient ist. Ein Luftreiniger ist aber wirklich einfach nur eine Unterstützung, gerade in schlecht belüfteten Räumen. Aber auch da gibt es Unterschiede. Nicht jeder Luftreiniger filtert gleich gut. Da muss man wirklich ein bisschen schauen, welches Modell das man nimmt. Damit ein Luftreiniger etwas nützt, muss er sicher können Partikel von einem Mikrometer Grösse filtern. Okay. Also wirklich winzig, winzig. So gross sind eben die Aerosol. Und das Gerät muss viel Luft in möglichst kurzer Zeit säubern. Wie sehe ich denn, dass das Gerät das kann? Also steht das auf der Verpackung drauf, oder wie? Ja, da steht jetzt eben manchmal noch viel drauf. Zum Beispiel 99% der Partikel werden aus der Luft gefiltert. Super. Eben, das tönt jetzt mal sehr gut, oder? Aber da weiss ich jetzt nicht, wie schnell macht der Reiniger das und für welche Grösse von Partikeln gilt das. Also das wäre ja wirklich noch wichtig. Und ja, da muss man jetzt auch ein bisschen schauen. Man sagt, der sogenannte CADR-Wert, der sagt mehr aus. Und der sollte bei so einem Luftreiniger über 500 sein. Das heisst dann, dass 500 Kubikmeter Luft in der Stunde gereinigt werden. Jetzt kommt es natürlich wieder ein bisschen auf die Raumgrösse drauf an. Gut ist, sagt man, wenn die Luft im Raum alle 10 Minuten komplett gereinigt wird. Da müsste man jetzt also den Taschenrechner aussagen. Ja. Ist jetzt ein bisschen kompliziert. Schon noch, ja. Geht es euch einfacher. Ja, also in der Regel ist ja angegeben auf der Verpackung, für welche Raumgrösse der Luftreiniger geht. Und ganz gut ist natürlich, wenn auch noch draufsteht, für maximal wie viele Personen das er geeignet ist. Und wenn dann so Angaben noch von einem unabhängigen und seriösen Institut geprüft worden sind, dann gibt das natürlich auch wieder mehr Sicherheit noch. Auf was schaust du sonst noch? Also ich schaue sicher, dass der Luftreiniger einen HEPA-Filter hat. Die sind am sichersten. Und der HEPA-Filter, der sollte dann Klasse H13 oder H14 haben. Die filtern wirklich kleine Partikel wie eben Aerosol. Ja, und dann wie immer natürlich Preise vergleichen. Da gibt es rechte Unterschiede. Und auch Preise für die Ersatzfilter im Auge haben. Es ist ja wichtig, dass man die regelmäßig wechselt, die Filter. Und je nach Luftreiniger kostet das dann jedes Mal auch wieder zwischen 30 und 80 Franken. Kann man grundsätzlich auch ohne Luftreiniger leben? Ja, es ist eben, wie gesagt, eine unterstützende Massnahme. Gut lüften, das bringt eigentlich fast gleich viel. Danke vielmals, Maria Kressbach. Ein rechter Unterschied also bei diesen Luftreinigern. Vergleich lohnt sich, falls man sich so einen will anschaffen und wer keine Zeit oder Lust hat, ein kleiner Tipp auf srf1.ch. Unter Ratgeber gibt es den Testbericht vom Kassensturz mit detaillierten Angaben zu diesen Luftreinigern, zusammen mit weiteren interessanten Links und Informationen. Aber zum Beispiel zum richtigen Lüfter, weil es ja aber wichtig ist. SRF 1, Ratgeber Konsum. Eine Sendung von SRF 1.
mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.